Ich will jetzt aber trotzdem nur gucken, ob ich hier noch mal ein anderes Pokémon ist. Ich habe mir jetzt nur Nuggetglotz gesehen, das ist ja auch doof. Oh, Yulu! Ich hätte schon so oft gefragt, ob ich es fange. Also ich hätte es unheimlich gerne. Ich fange es einfach mal, weil ich dachte, ich fange mir sowieso erstmal alles. Oh. Geduld. Geduld ist böse. Dann gucken wir mal, ob jetzt schon ein Pokéball ausreicht. Wir hoffen es zumindest. Weil sonst könnte das böse werden. Komm, sei ein braves Riolu. Braves Hündchen. Brav. Ja. Juhu, gefangen. Ja, so süß. Oh. Es ist ja zurzeit so, dass extrem viele Pokémon Black and White 2 Let's Play, also wirklich extrem, und ich denke, dass wahrscheinlich jeder zweite sich Riolu fängt, aber ich will es einfach erstmal haben. Ich weiß, es heißt ja nicht, dass ich es behalte. Es ist Pokémon, fangen sie ja alle und ich fange sie halt alle. So, ich habe den süßen kleinen Marae genannt. So, mal sehen. Ach, er hat ein neutrales Wesen. Das macht keinen Schaden, das ist. Das hier wird wahrscheinlich. Das ist alles Normalattacken. Könnte Ruckzuckhieb sein. Ach, ich weiß, das Moveset gerade nicht auswendig. Aber eins davon ist Geduld auf jeden Fall. Aber behalte den Kleinen erstmal im Team. Hoppala. Lass uns auch gleich mal heilen. Das ist jetzt nur ein paar Meter, das kann ich euch nochmal zeigen. Und dann möchte ich das nochmal mit dem ganz kurz durchs Gras laufen, nochmal gucken, ob noch was anderes hier ist. Und dabei noch ein klein bisschen nebenbei trainieren. Ich hoffe, das ist so okay, wenn ich das jetzt doch am Anfang zeige. Ach, das war Level 5, das geht ja eigentlich auch schon. Genau, ich war ja am Café erzählen. Anton! Ich mag Anton. Ah, ich habe ja schon Wasser-Pokémon. Dann fällt das flach. So. War das mit Schaden? Ja, Ruckzuckhieb. Du kannst Kratzer. Sollte mir vielleicht die Attacke gleich mal nach vorne legen, dass ich die immer nehme, weil es hier wird ja leider nicht angezeigt, was Schaden macht und was nicht. Na, Rutenschlag. Das zu nehmen, muss ich dann gleich wieder im Menü machen. Aber ja, Nassmacher. Ich kann auch voll die Feuerattacken. Riolu. Das kann auch als Lucario, glaube ich, auch noch nicht mal Feuerschlag erlernen, oder? Ich meine jetzt nicht. Komm. Aber ein Ruckzuck gibt noch. Ja. Heiliges Riolu. Und schon Level Up. Am Anfang ist Riolu noch recht leicht zu trainieren. Und das lernt sogar gleich noch was. Das ist doch fein. Oh, ich glaube, mir wächst auch Riolu so sehr ins Herz, dass es nicht hergeben wird. Außer es kommt noch ein anderes Pokémon. Oh, was ich nicht glaube. Jetzt hat es hier, das ist Kampfattacke ohne Schaden. Das könnte Ausdauer sein. Manchmal da vorne. Das will ich jetzt aber nicht so unbedingt austesten. Mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Ach ja, Zurel. Jetzt kann man sich hier die Wasser-Pokémon fangen. Gerade konnte man sich Pflanzen-Pokémon fangen. Auch wir können als dieses Feuer-Pokémon. Also du machst guten Schlag. Ah, ich riskiere es mal. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so viel Schaden macht gleich. Außer es macht gleich nochmal. Oh, jetzt riskiere ich es. Das bin immer ich riskieren. Komm. Nein! Mach nochmal Rutenschlag. Blubber. Na toll, dann hat das ja mit dem Rutenschlag nichts gebracht. Das kann wahrscheinlich gerade nur Blubber. Na, da habe ich jetzt nochmal Schwein gehabt. Und. Ach, Mist. Mal ganz kurz gucken.
Also wäre so ein Yorkliff. Level 4. Ich tausche mal ganz kurz die Pokémon aus, und zwar zu Wushi. Damit das Riolu noch mal ganz kurz, also Ray noch mal kurz Level Up bekommt, und dann gehe ich auch weiter. Mach ich auch weiter, das Story, ganz so versprochen. Ich werde immer noch am Café reden. Ich wollte nämlich euch mal fragen, wer von euch Eltern hat, die selbstständig sind? Und wenn ja, was sie machen und ob ihr da helfen müsst. Weil ich bin ja schon damit aufgewachsen. Das haben wir schon immer gemacht. Gastronomie. Und ich habe, ich fange erst jetzt mit dem Helfen an. Als ich kleiner war, habe ich das eher weniger gemacht. Aber auch meine Eltern sind Köche, beides gelernte Köche. Und der Gastronomie war ich schon immer. Ach nee, ich muss ja mit ihr reden. Stimmt ja. Aber ich kann weder kochen, noch kellnern, noch mit Leuten reden. Also, ich bin da irgendwie... Wo ich eigentlich voll in dem Beruf drin sein müsste, bin ich es gar nicht. So. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich speichern. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was da gleich wieder passiert und welche Absmieren passieren. So. Da ist er wieder. Na, was guckst du dich um? Ach so. Ist immer noch selbe Gras, oder? Ja, scheint immer noch dasselbe Gras zu sein. Tja, wir haben schon ein schönes Riolu, das sogar schon Level 7 ist. Also ich bin immer gespannt, was noch so kommt. Huch! Was drückt ihr mir denn jetzt in die Hand? Was bist du eigentlich für ein Typ? Ich wüsste zu gern, was da labert. So, Beutel. Pokéball 10 passt. Ach, er hat mir noch einen Paraheiler gegeben, wenn es Paraheiler ist. So, und du bist Trainer, oder? Yep, du bist so ein Hausmeister. Ja, schön mit dem Schrubber. Natürlich auch nur die Pokémon, die es dir dagegen gibt. Das ist bestimmt Ausdauer. Die neue Kampfattacke. Ach, der bestüffelt mich. Ja, zum Glück kennt man die Animation jetzt schon von Black and White 1. Deswegen kann man es immer schön erraten, was es sein soll für Attacken. Und nochmal Rokuzuki. Reicht's nicht ganz. Aber er macht hier eh nur Statusveränderungen, was mir extrem egal ist. Dann tauscht ich einfach gleich. Und dann haben wir das auch hinter uns. So, Level 8. Ey, das geht ja Schlag auf Schlag hier. Es ist viel besser der Anfang als damals zu Pokémon. Dingensen. Black and White 1. Allein schon, wenn du andere Pokémon fangst, außer Nagelkotz, Yorkliff und Fililu. Oh, Voltilam, ne? Dann war das sogar eine recht gute Wahl. Hat er auch wieder das nicht Statik, weil das ist scheiße. Ja, es hat Statik. War da sowas von klar. Und jetzt mähe mich hier nicht noch nieder. Nicht so oft, dann mache ich gleich keinen Schaden mehr. Komm, jetzt mach mal keinen Mäh. Hör auf zu mähen. Bin scharf. Reicht der Tackle? Nein, natürlich nicht. Noch ein Tackle, komm. Komm, 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 komm. Ach nö. Nicht paralysiert, Manta. Was machst du da? Er hat zum Glück kaum Schaden. So, ja, jetzt haben wir es fertig. Auch schöne Erfahrungspunkte. So, ich gehe jetzt wieder mich heilen lassen, weil Paralyse, und dann will ich den Paralyse nicht irgendwie verschwenden. Ich werde oft zum Pokécenter rennen. Zum Glück gibt es die Pause-Funktion. So, da war ich wieder heilen gegangen eben und dann geht jetzt weiter, ja? Geht weiter. Gerade schon gedacht, jetzt hängt sich das auf hier, weil es so gerödelt hat, komisch. Kann ich hier runterspringen? Soll ich hier runterspringen? Nee, da komme ich hier wieder dahin. Nochmal durchs Gras. Das heißt, ich bin immer noch in der Hoffnung, dass ich vielleicht nochmal andere Pokémon finde. Ey, jetzt bin ich mal geschickt an dem vorbeigelaufen. Ohne Absicht war das.
Ah nee, ich will kein heulendes Satsure. Guck dir das mal an. Ich kann nix. Ich bin blau und hässlich. Okay, hässlich nicht. Aber unnütz. Das ist nur normal. Was ich echt komisch finde. So. Und was haben wir jetzt da? Ah ja. Beutel. Das ist noch dasselbe. Ah, jetzt haben wir hier so eins von den Teilen, die ich eh immer verkaufe. Ach, hier X-Angriff oder schieß mich tot. Und wieder nur ein Enton. Nee, ich glaube, hier finde ich weiter auch nix. So, dann werde ich ja versuchen, nochmal dem Trainer vorbeizugehen. Dann will ich mir den aufheben, falls ich mir noch ein anderes Pokémon finde. Hast du einen Rhythmus, wie du dich bewegst? Nee, oder? Hat er nicht. Merken, hier ist ein Trainer. Dann geht das mit dem Trainieren nachher noch schneller, weil... Ich will jetzt nicht gleich alle Pokémon schon so früh fangen, weil ich weiß genau, am Ende finde ich sowieso nochmal welche, die ich nochmal viel lieber habe und so. Vor allem bei den Kampf-Pokémon. Also, ich bin ja mal gespannt, was es demnächst noch welche, für welche gibt. Da... WTF? Was war das? Wenn du rausfinden willst, was das ist, dann musst du hingehen und nicht nur gucken. Ach. Da ist noch so ein Terrybug. Und das da ist, weiß ich schon, das ist Team Plasma. Die haben wahrscheinlich ihm das geklaut. Die haben das dem Pärchen geklaut, was auch schon ein anderes Terrybug hat. Und das sollen wir jetzt wahrscheinlich wieder beschaffen. Oh. Mal speichern. Habe ich zwar gerade schon gemacht, aber nochmal vorsichtshalber. Das Design von Team Plasma ist diesmal einiges cooler, als man ja schon in den Trailern gesehen hat. Die sehen nicht mehr so aus wie... Ich hätte jetzt jemand Penisköpfe. So sehen sie nicht mehr aus. Die hat geschrien, jetzt hat... Ist gerade... ja. Einfach immer ja. La. Das Geräusch war gerade geil. Ich denke mal, das soll TM 21 sein. Ach, jetzt ohne Kampf. Ah, freust du dich? Ach, er hat sie geholt. Ah, alles klar. Die laufen natürlich aber direkt durchs Gras. Ist doch nicht so, dass man ein Pokémon angreifen könnte. Da hast du ein Hühnchen wieder. Und er haut gleich wieder ab. Ja, danke, bitte. Whatever.